Radio Lotte Weimar. Auf 106,6 und 107,9 im Kabel. Es ist 7.25 Uhr. Gestern fand der 290. Prozesstag im Münchner NSU-Prozess statt. Und obwohl sich die Beweisaufnahme allmählich dem Ende zuneigt, waren die letzten Verhandlungstage offenbar recht interessant, denn es waren nochmals Zeugen geladen, die man dort bereits gesehen bzw. gehört hatte. Fritz Burschel berichtet jetzt über das Geschehen in München. Schönen guten Morgen, Fritz. Guten Morgen. Ja, das Thema Waffenbeschaffung ist wohl immer noch nicht abgehakt. In dieser Woche war der Maskenmann wieder im Gerichtssaal, der V-Mann-Führer von Carsten Schepanski alias Piatto, der schon mehrmals maskiert in den Zeugenstand trat und dort wohl auch ziemlich unflätig auftrat. War es denn diesmal genauso? Von der Vermummung her auf jeden Fall. Also der stopft sich dann immer mit, Kissenstoff aus, damit er dicker aussieht und hat eine Perücke auf und zieht sich die Kapuze vom Hoodie übers Gesicht. Also das ist schon ein bizarrer Anblick, wenn man sich vor Augen führt, dass es ein gut besoldeter Staatsbeamter ist, der hier befragt wird. Gebracht hat das Ganze wieder nichts. Also das hat der hat sich wirklich wieder komplett hinter Erinnerungslücken verschanzt, hat gesagt, er kann sich nicht erinnern. Worum es geht, ist tatsächlich ein Ereignis im Jahr 1998. Da kann man sicher Erinnerungslücken ins Feld führen, aber keine Komplettamnesie. Also es geht vor allen Dingen um eine im Grunde genommen kardinale Frage in diesem ganzen Verfahren, um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Es gibt ja eine Meldung des brandenburgischen V-Mannes, also eines Informanten aus der Nazi-Szene, des berühmten Piatto, Carsten Schepanski. Also Piatto ist sein Dienstname gewesen und der hat 1998, also kurz nachdem die drei aus Jena in den sogenannten Untergrund gegangen sind, hat er gemeldet, die drei untergetauchten Skinheads sind in Chemnitz und wollen sich eine Waffe beschaffen, um weitere Überfälle zu begehen. Also, es wird hier vermeldet von einem Informanten aus der Szene, es werden Waffen besorgt und es werden weitere Überfälle, also es haben schon Überfälle stattgefunden und es werden weitere stattfinden. Und diese sehr brisante Meldung hat der pflichtgemäß abgeliefert. Und was sich dann zwischen den Verfassungsschutzbehörden Sachsen, Thüringen und Brandenburg abgespielt hat, da gab es ein Treffen irgendwann im September 1998 und da ist es genau um diese Aussage gegangen. Und es ist offensichtlich so, dass das brandenburgische Verfassungsschutzamt verhindert hat, dass aus dieser Meldung des V-Mannes eine Maßnahme der Ermittlungsbehörden werden konnte. Das heißt also Überwachung, Festnahme, Abhören und diese ganzen Geschichten. Das heißt also, wäre in diesem Jahr 1998 diesem Hinweis nachgegangen worden, wäre möglicherweise ein Waffenkauf verhindert worden. Es hätten die drei aufgespürt werden können. Es hätten mehrere oder vielleicht sogar alle Verbrechen verhindert werden können, die dann vom NSU begangen wurden. Und vor diesem Hintergrund ist es einfach nicht glaubwürdig, dass der verantwortliche V-Mann-Führer Reinhard Görlitz, der gestern vermummt im Gerichtssaal war, davon keine Ahnung mehr hatte. Diese Meldung war so brisant, dass damals die beiden Vertreter des thüringischen Verfassungsschutzes noch am selben Tag im September, wie gesagt, 1998 zum Chef des thüringischen Landeskriminalamts gefahren sind und gesagt haben, hey, guck mal, da ist hier diese Meldung, da werden Waffen besorgt, da sind Banküberfälle oder Überfälle geplant und schon ausgeführt worden, weil sie so verzweifelt waren im Grunde, dass der Brandenburger Verfassungsschutz da so gemauert hat. Und daraus ergibt sich, und das sagen auch etliche von den Nebenklagevertretern, einfach eine Mitverantwortung mindestens dieser drei Verfassungsschutzbehörden daran, dass der NSU sich weiterentwickeln und entfalten und dann eben seine Verbrechen begehen konnte. Ein brisantes Thema, der Zeuge hat dazu nichts beigetragen. Möglicherweise hat hier ein anderer Zeuge so ein bisschen zur Wahrheitsfindung beigetragen, und zwar ein Berliner Ermittler, der wohl kurz zuvor ausgesagt hat. Worum ging es denn dabei?
Ja gut, also der war auch vor allen Dingen Reinhard Görlitz, also dem V-Mann-Führer aus Brandenburg, vorgeschaltet, weil man sich von ihm erhofft hat, etwas über eine andere dicke Katze aus diesem Blood and Honor Nazi-Umfeld zu gewinnen, nämlich über einen Mann namens Jan Werner. Und der soll angeblich bei Carsten Schepanski, den ich vorher erwähnt habe, diesem V-Mann aus der Nazi-Szene, Waffen angefragt haben. Und da gibt es diese ganz berühmte SMS, was ist mit dem Bums, also wo es wohl darum ging, hast du die Waffen besorgen können, die dieser geschickt haben soll. Und um aufzuklären, welche Rolle Jan Werner spielte, ist dieser Berliner Ermittler vorgeladen worden als Zeuge und hat sich, also als er nach seinem Alter gefragt wurde, als erstes gesagt, 59 laut meinem letzten Urlaubsantrag. Und ich glaube, in dieser Bemerkung steckte schon seine Unlust drin. Er hätte viel lieber Urlaub gemacht, als vor Gericht auszusagen. Er hat nochmal von Urlaub gesprochen und von Privatleben. Er war sehr zäh, er hat keinerlei sachdienliche Hinweise geben können, hat dann irgendwie gesagt, er hat so und so viele Mordfälle pro Jahr zu bearbeiten. Da kann er sich ja nicht an einen einzelnen 1998, ein Ermittlungsverfahren 98 erinnern. Da ging es übrigens nicht um einen Mord, sondern um Lanzer, die berühmte Nazi-Band, die als kriminelle Vereinigung verboten worden ist. Und in diesem Ermittlungsverfahren wiederum spielte Jan Werner eine Rolle. Aber gebracht hat uns das zur Aufhellung genau der Frage, hat dieser Jan Werner bei Carsten Schepanski Waffen bestellt oder nicht, gar nichts? Der Mann war eine sinnlose Zeitinvestition. Dann kommen wir nochmal zu einem anderen Themenstrang, wenn man so will. Und zwar auf die Anträge der Nebenklageanwälte. Die sind ja in letzter Zeit reihenweise abgeschmettert worden. Jetzt hat sich Richter Götzl wohl mal ein bisschen mehr Zeit genommen, diese Ablehnung auch ausführlich zu begründen. Ist das wirklich so gewesen? Ja, das ist so gewesen. Also man muss das vielleicht auch nochmal erklären, wie das läuft. Also wir erinnern uns an die Geschichte mit Ralf Marschner. Das ist wiederum ein V-Mann aus Zwickau, der angeblich in den Jahren 2001 ungefähr Uwe Mundlos bei sich im Baugeschäft beschäftigt haben soll. Und zu diesem neu aufgetauchten Spieler quasi im NSU-Komplex, also neu war der nicht, aber welche Rolle er dort gespielt hat, ist erst jüngst aufgedeckt worden. Und dazu gab es einen Beweisantrag der Nebenklage, einen sehr ausführlichen. Und der ist zum wirklich Schrecken eigentlich aller vollkommen abgeschmettert worden. Gegen diesen Ablehnungsbeschluss des Senats in München hat nun die Nebenklage eine sogenannte Gegenvorstellung vorgebracht, eine sehr ausführliche und eigentlich die Fassungslosigkeit auch nochmal formulierende. Also Fassungslosigkeit in dem Sinne, dass hier eine Figur aufgetaucht ist, die in der Frühzeit des mordenden NSU, also zu einem Zeitpunkt, als bereits Morde stattgefunden haben, den NSU, also Leute aus dem NSU beschäftigt haben sollen, möglicherweise sogar auch noch Beate Zschäpe in einem seiner Läden. Und das soll nun keinerlei Relevanz mehr für die Aufklärungsfragen des Gerichts haben, dass diese Fassungslosigkeit wurde ausgedrückt und es wurde mit sehr deutlichen Worten signalisiert, dass das ja wohl die Aufkündigung des Aufklärungsversprechens der Kanzlerin unter anderem gewesen sei. Und nun reagiert das Gericht mit erneuten Stellungnahmen quasi zu diesen Gegenvorstellungen. Und da ging es jetzt nicht um den Marschner-Antrag gestern, aber um drei, vier andere. Da geht es auch unter anderem um Schepanski, da geht es um Reinhard Görlitz, der ja dann gestern auch vernommen worden ist. Und in diesen Ablehnungsbestätigungsbeschlüssen des Gerichts wird nochmal ganz deutlich gesagt, nichts mehr. Jetzt diese ganzen Seitenstränge mit Verantwortung des Staates und so weiter, das wird hier nicht weiter verfolgt, weil es mit der Anklage gegen die fünf Leute in München einfach nichts zu tun hat. Keinen tatsächlichen Zusammenhang, so behauptet das Gericht hat. Und darüber herrscht eigentlich ziemliches Entsetzen, wobei die Linie des Gerichts sich geändert hat. Man tatsächlich, ich glaube, ich habe es auch hier schon mal gesagt, einfach eine Wende zu beobachten ist. Die wollen zum Schluss kommen,
kommen, die wollen zum Schluss der Beweisaufnahme kommen, machen jetzt ganz, ganz eng auf Strafprozessordnung und Engführung und Beschleunigung. Und wir müssen nur das bearbeiten und aufklären, was wirklich unmittelbar mit den Angeklagten zu tun hat. Und damit ist absehbar, dass die, ja, wie soll man sagen, die vergeblichen Versuche der Nebenklage, die Mitverantwortung des Staates aufzuklären, vergeblich bleiben werden. Soweit der aktuelle Stand im NSU-Prozess in München. Fritz Burschel berichtete. Vielen Dank, Fritz, und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Das tun wir. Bis dann. Tschüss.